Willkommen bei uns an Bord, Götzis. Ich werde dir jetzt unsere Schule zeigen. Fangen wir an mit dem Musikzweig. Ich führe dich zunächst durch unsere top ausgestatteten Räumlichkeiten und zeige dir, welch hohen Stellenwert das praktische Musizieren hier bei uns genießt. Das ist unser zentraler Musikraum. Wir sind nicht nur technisch perfekt ausgerüstet, es befindet sich hier außerdem eine Vielzahl an verschiedenen Instrumenten, die bei uns im Musikunterricht eingebaut werden. Natürlich stehen unsere Räume den Schülerinnen offen. Wenn kein Unterricht stattfindet, haben sie die Möglichkeit, hier zu üben. Dieser Raum wird vor allem für den Schlagzeug- und Stomp-Unterricht verwendet. Wir nutzen ihn aber auch im Gruppenunterricht, wenn beispielsweise die Chorproben geteilt stattfinden. In diesem Raum gibt es die Möglichkeit, mit State-of-the-Art Musikprogrammen zu arbeiten und aufzunehmen. Ob im Musik- oder im Gesangsunterricht, unsere Schülerinnen bekommen ein sehr breit gefächertes Angebot. Informiere dich auf unserer Homepage oder ruf uns einfach an und erkundige dich über unser Instrumentalangebot. Bei uns gibt es neben dem musischen auch einen bildnerischen Zweig, der ideal für dich ist. Wenn du ein gutes Gespür für Formen und Farben hast. Wie es bei den Künstlern aussieht und was dir dort geboten wird, zeige ich dir jetzt. Wer sich für eine bildnerische Laufbahn entscheidet, den erwartet eine Fülle an unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Vom Bereich Grafik bis zur Malerei, von Tonmodellierung bis hin zur Architektur und Fotografie bieten wir eine vielfältige und garantiert abwechslungsreiche Schulung im Kreativsektor. Dabei werden in den ersten 2 Jahren sowohl ein Grundgerüst an technisch-handwerklichen Fertigkeiten als auch eine theoretische Basis über die Geschichte der Kunst vermittelt. Diese Einführungsphase bildet zugleich die Voraussetzung für freie, experimentelle Projektarbeiten, welche dich bis zur Matura begleiten werden. Interessierst du dich mehr für Biologie, Chemie und Physik? Dann ist der Naturwissenschaftszweig des Borg Götzis genau das Richtige für dich. Auch in diesem Bereich sind wir mit dem naturwissenschaftlichen Labor perfekt ausgestattet, wobei das Learning by Doing an erster Stelle kommt. Im Physikunterricht gibt es Spannendes zu entdecken. So kannst du zum Beispiel verschiedene Lichteffekte beobachten oder in Workshops Roboter programmieren. Im Chemielabor experimentierst du selbstständig und kommst so den Stoffen und ihren Umwandlungen auf die Spur. Da wird es auch mal leuchtend, bunt oder explosiv. In Biologie kannst du nicht nur Kleinstlebewesen beobachten, sondern auch deine Gedanken in Experimenten überprüfen. Bei schönem Wetter wird im Rahmen von Exkursionen direkt von der Natur gelernt.
Ich hoffe, du konntest dich von der Vielseitigkeit unserer Schule überzeugen und hast bereits einen Zweig für dich entdeckt. Falls du noch mehr erfahren möchtest, klick einfach auf die verschiedenen Links in der Beschreibung. Das war's von mir. Ich freue mich jedenfalls schon, dich hier am Bau Götzis begrüßen zu dürfen.